Der metaphysische Montag. Montags spricht Shelley Young verschiedene metaphysische Themen an und startet dabei oft mit einer Frage. Viel Freude dabei. Übersetzt von Wolfgang. Heute ist wieder metaphysischer Montag. Unser heutiges Thema ist: Woran erkenne ich, dass eine Botschaft vom Spirit kommt und nicht nur von mir? Ein großer Teil der Hellseherei besteht darin, sich seiner selbst bewusst zu sein und die subtilen Energiezeichen zu bemerken, die auftreten, wenn du mit dem Geist verbunden bist. Wenn du genau hinhörst, scheinen die Botschaften von oben zu kommen. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass sie über meinem Kopf und leicht nach links kommen. Erst Jahre später erfuhr ich, dass wir ein sogenanntes Kausalchakra haben, das sich über unserem Kopf und leicht links befindet. Durch dieses Chakra kommen die Botschaften von Spirit, bevor sie durch unseren Scheitel in unser Bewusstsein gelangen. Eine geistige Botschaft fühlt sich an wie eine Inspiration oder ein Wissen, das du von außerhalb deines Körpers erhalten hast, während deine eigenen Gedanken und Meinungen aus deinem Inneren kommen. Wenn sie dich überrascht hat oder eine Information ist, die du vorher nicht wusstest, kannst du ihr Gewicht verleihen, denn du hast nicht die Fähigkeit, dich selbst zu überraschen. Natürlich hältst du auch immer nach den Indikatoren Ausschau, die wir bereits besprochen haben. Die Aktivierung höherer Chakren, das Gefühl von Liebe umhüllt zu sein und Botschaften, die unterstützend, ermutigend und positiv sind und deinen freien Willen, dein Wachstum und deine Heilung ehren, sind allesamt Anzeichen für die Verbindung mit einem höheren Wesen. Zusammen mit dem Gefühl, dass die Botschaft von oben kommt, zeigt dir das, dass du auf dem richtigen Weg bist. Mit der Zeit wirst du das Gefühl, mit deinen Geistführern und Engeln verbunden zu sein, immer besser erkennen können, aber am Anfang ist es ratsam, bei jeder Verbindung auf all diese Anzeichen zu achten. Und vor allem übe. Es ist, als ob man sich einen Weg durch den Wald bahnt. Je öfter du ihn beschreitest, desto ruhiger und vertrauter wird er und hilft dir zuverlässig dabei, mit Leichtigkeit dorthin zu gelangen, wo du hin willst. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, jetzt hatte ich wirklich gedacht, zu dem Text kann ich nichts sagen. Ich hatte ihn heute Nachmittag schon mal grob übersetzt und gemerkt, oh, jetzt geht mir aber hier der Stoff aus, weil das nicht meine Materie ist. Ja? Ich arbeite momentan nicht als Medium und da fehlen mir einfach die Erfahrungen. Nur, jetzt wo ich den Text vorgetragen habe, möchte ich doch noch einiges dazu sagen. Also vor allem möchte ich sagen, dass es nicht nur darum geht, dass die Botschaften so ein bisschen gemischt werden mit den eigenen Ideen und Vorstellungen. Darüber hatte ich schon mal gesprochen. Ja? Und zwar, wenn jemand Vorstellungen hat von einer bestimmten Sache auf dem Planeten, ich hatte darüber gesprochen, wenn jemand tatsächlich glaubt, dass das menschliche erzeugte CO2 dem Planeten schadet oder unser Klima verändert, dann wird er sich sehr schwer tun, wenn er Informationen bekommt, diese nicht nach seinen Vorstellungen zu interpretieren. Also es gibt kein 100% reines Medium. Ja? Ich glaube mittlerweile sogar, dass fast jedes Medium durch den Test fallen würde. Und ich sag's euch, wenn ich gegenüber einem Medium nur erwähne, dass man diesen Test machen könnte, dass da schon fast Panik ausbricht. Und zwar könntet ihr eigentlich Kontrollfragen stellen. So zum Beispiel, wie ist der Mädchenname meiner Mutter? Die geistige Welt weiß das, garantiert. Aber kriegt das Medium diese Information rein? Kann es diese Information übersetzen? Und wenn es das nicht kann, was eben ganz häufig der Fall ist und wahrscheinlich sogar immer der Fall ist, dann liegt das daran, dass dieses Wort nicht so reinkommt. Das heißt, die geistige Welt nutzt das Wissen des Mediums,
das Bewusstsein des Mediums und vor allem auch den Wortschatz des Mediums. Also ist die Verbindung da und sie kann auch überprüft werden auf die Art und Weise, wie uns das Shelley Young hier näher gebracht hat, aber sie wird immer noch durch den Menschen gefiltert. Und das verändert alles. Ja, und jetzt kommt wieder so ein witziges Beispiel rein. Ja, zum Beispiel Wasser, das durch Menschen gefiltert wird, wird erstmal Urin. Ja. Und das nicht so lecker. Ja, obwohl da auch ganz viel Potenzial ist, also wenn ihr euch mit Naturheilverfahren ein bisschen auskennt, dann ist der Urin gar nicht so schlecht. Man kann da ganz gute Sachen mitmachen, ja, aber das ist nicht mein Punkt. Eine Bekannte von mir, die sich immer wieder für Spiritscape interessiert hat und sich viel angehört hat, die hat gesagt, wenn man sich anschaut, wie die Medien leben, was sie tun, wie sie handeln, dann wundert es einen nicht, dass es so viele komische Informationen gibt, weil es eben nicht stimmt, dass man einfach nur diese Fähigkeit haben muss, ohne sich selbst stark zu verändern, ohne sein Bewusstsein zu erweitern. Eigentlich sollten die Medien und die Wesen, die mit der geistigen Welt kommunizieren, die reinsten Wesen von allen sein. Das ist aber nicht der Fall, das kann ich euch auch sagen. Ja? Also auch nicht wieder der Umkehrschluss, aber das sind ganz normale Menschen und oftmals haben sie auch noch ganz deutliche Probleme in ihrem Leben. Und das ist überhaupt keine Kritik. Ja? Ich habe natürlich auch schon mal jemanden erlebt, der auch näher mit Spiritscape zu tun hatte, der uns hier das große Medium vorgespielt hat, das muss man leider auch sagen. Und im Nachhinein, in einem Gespräch, ein paar Jahre später, wo es um was ganz anderes ging, hat derjenige, diejenige, ich möchte nicht zu genau werden, zugegeben, dass das vielleicht alles ego-basiert war. Ja? Und er oder sie sich gar nicht mehr sicher ist, ob sie überhaupt gechannelt hat. Ja, und einen Satz möchte ich mir auch nochmal herauspicken. Wenn die Botschaften dich überraschen oder eine Information beinhalten, die du vorher nicht wusstest, kannst du ihr Gewicht verleihen, denn du hast nicht die Fähigkeit, dich selbst zu überraschen. Ja, das stimmt nicht. Ich überrasche mich fast täglich mit irgendwelchen Gedanken und lache mich halb kaputt. Ja klar, könnte ich jetzt sagen, das ist dann mein höheres Selbst, das dann mir diese Eingebungen gibt. Ja. Ihr wisst ja auch, dass mein höheres Selbst hier auch oft mitspricht. Ich will es mal so sagen. Aber letztendlich bin ich mein höheres Selbst. Ja, und man muss da wirklich aufpassen, dass man nicht zu sehr trennt. Natürlich kann man sagen, alles wie Liebe, Freundlichkeit, all das kommt durch Gott. Aber es kommt auch durch mich, weil auch ich Gott bin. Durch die Schöpfung, die mir zuteil wurde. Und deswegen trenne ich da nicht, ja, was kommt von mir, was kommt von woanders. Und dadurch kann ich der Logik nicht folgen, dass ich mich selbst nicht überraschen könnte. Ja? Also, es ist, alles ist eine Überraschung und Veränderung. Ja? Ich weiß nicht, wie man auf diesen Satz kommt und das dann so werten könnte, dass das nicht von einem selbst kommt. Ja, und dann der wichtigste Punkt, der mir jetzt wirklich fehlt mittlerweile, weil Shelley spricht ja jetzt schon seit ein paar Montagen über das Channeln und wie man erkennt, dass man mit der geistigen Welt spricht und so weiter und so fort. Aber was hier nicht verdeutlicht wird, dass man sehr wohl mit der geistigen Welt sprechen kann, was erstmal nur bedeutet, dass es kein physisch inkarniertes Wesen ist, aber man kann auch mit der, in Anführungsstrichen, falschen Lichtseite sprechen. Dann gaukelt ein Wesen einem vor, dass es vom wahren Licht käme, es aber gar nicht der Fall ist. Und da muss ich sagen, da passen unsere Channeler nicht gut genug auf. Das muss ich mal als Vorwurf in den Raum stellen. Denn woher kommt denn sowas, dass auf einmal ein Channeling rauskommt, das Erzengel Michael als einen Warlord darstellt? Ja? Oder uns gesagt wird, dass sämtliche Seelenpläne aufgelöst wären? Sag mal, geht's noch? Ja? Also echter Unfug kommt da rein. Oder ein Meister schimpft alle, dass sie aufhören sollen, Fleisch zu essen und Milchprodukte zu sich zu nehmen und fordert uns sogar auf, dass wir unsere Tiere auch rein vegan ernähren sollten.
Und zum Teil gibt es gute Möglichkeiten, auch Haustiere vegan zu ernähren. Da will ich gar nichts sagen, ja. Wir hatten auch schon mal gute Kommentare diesbezüglich mit Katzenhaltern, deren Katzen ja deutlich über 20 Jahre alt geworden sind. Das hat ja mein Philo nicht geschafft, ja, der alte Fleischesser. Aber das ist nicht für alle dran. Und ein Meister würde das auch schon gar nicht in dieser Zeigefingerenergie raushauen, weil das unseren freien Willen beeinträchtigt. Das ist der Versuch, Bewusstsein zu erzwingen. Das ist nicht in Ordnung. Das kann nicht von oben kommen, ja? Und solche Ausrutscher haben auch mal größere Kanäle, die schon bekannter sind. Und dennoch muss man da nicht, weil einmal sowas gesagt wurde oder sowas mal durchgebracht wurde, dann dem Medium und den Botschaften grundsätzlich misstrauen. Soweit muss man nicht gehen. Aber man muss wissen, dass eben diese Dinge durch den Menschen gefiltert werden. Ja? Und manchmal ist es nicht nur Nummer 1, sondern auch Nummer 2, was da aus den Menschen rauskommt. Gut, das hat mich jetzt auch überrascht. Ja, und wenn man wirklich Pech hat und Wug und ich sagen, die Ersten, die sich melden, sind immer die von der anderen Seite, ja, dann fällt man als Medium eben schon früh auf eine falsche Quelle herein. Und meine Bekannte, von der ich vorher gesprochen habe, die hat mir den Tipp gegeben, wenn sich ein Wesen bei euch meldet, mit dem ihr kommuniziert oder das auch ganz konkret mit euch arbeiten möchte, dann sagt ihm, dass ihr jetzt 2 Wochen nichts von ihm hören wollt. Ja? Ihr wollt in euch gehen, ihr wollt das für euch klären und nach den 2 Wochen darf er sich wieder melden. Und das schafft die falsche Lichtseite nicht. Ja? Die Dunklen können das nicht. Die mit den falschen Absichten. Die haben nicht die Geduld. Wobei wir dann wieder bei der Geduld wären. Ja? Dass das tatsächlich eine göttliche Eigenschaft ist, die man kultivieren sollte. Und wo man, wenn man das weiß, erstmal nur intellektuell weiß, wenn man erkennt, ja, wann ist es endlich soweit und ah, immer nur Gerede, 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 dann sollte man sofort erkennen, dass man da auf dem falschen Dampfer ist. Ja? Man hat inhaltlich natürlich nachvollziehbar recht. Ja? Ich meine, ich hätte auch ganz gerne, dass der Wandel schon längst durch wäre und dennoch bin ich geduldig und warte ab. Und weiß auch, dass ich noch ganz viel wachsen darf, um dann wirklich gut genug vorbereitet zu sein. Ja? So wie ich mir das vorstelle. Das ist ja nicht der Maßstab für jeden, aber ich neige ja zum Perfektionismus, den ich ein bisschen heilen möchte noch, der aber schon zu einem guten Maß geheilt ist. Und auch da bin ich geduldig mit mir. Perfektionismus ist vor allem dann störend und krankhaft vielleicht sogar, wenn Ungeduld damit einhergeht, weil dann dieser innere Kritiker ständig auf einem rumhacken darf. Oder jemand anderes, den ich kennengelernt habe, geht so oft zu einem Erzengel Gabriel-Medium und lässt da so viel Geld. Ja? Und mit meinem Medium hier in München habe ich mal darüber gesprochen und sie hat gesagt, wenn jemand zu oft kommt, würde sie ihn gar nicht mehr empfangen, weil sie nicht will, dass man sich abhängig macht von den Informationen der geistigen Welt, das sind immer Hinweise und die sind auch wirklich ausführlich und gut. Aber dann muss man was daraus machen. Es bringt nichts, dann übermorgen wiederzukommen. Das ist Quatsch. Da kriegt man ja auch eine Aufnahme mit und dann kann man damit arbeiten und das auf sich wirken lassen. Das ist nichts, was man jeden Tag machen sollte. Und dann muss man wirklich sagen, dann geht's dem Medium auch vor allem um die Kohle. Wisst ihr, wenn man Botschaften von der geistigen Welt empfängt und vielleicht einen YouTube-Kanal hat oder das auf Telegram macht oder das auf Instagram oder wo auch immer ja, veröffentlicht, dann wird man schnell feststellen, dass die Menschen spektakuläre Informationen bevorzugen, ja, reißerische Informationen. Und die Versuchung ist schon groß, weil man damit viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und im Endeffekt auch sehr viel Geld verdienen kann. Bei mir kommt bei Shelly Young zum Beispiel ein bisschen das Gefühl auf, dass sie jetzt weniger channelt, weil die Botschaften sich wiederholen, weil eben nichts reißerisch dran ist. Ja? Die macht es ja schon seit über einem Jahrzehnt täglich. Und ich merke ja auch schon,
der jetzt seit 2 Jahren dahinter so ein paar Podcasts macht, dass sich die Themen immer wiederholen. Und überraschend für mich ist, dass ich immer noch drüber sprechen kann. Aber ich verstehe, dass sie versucht, etwas Neues zu machen. Aber es eben nicht durch die Channelings, durch ihr Ego irgendwie einfließen lässt, dass jetzt was ganz Reißerisches oder Spektakuläres als Information rüberkommt. Was sicher sehr erfolgreich wäre, ja. Aber das macht sie eben nicht. Und das finde ich sehr gut. Was wichtig ist, wenn man dann erfahren ist und sich vor allem auf eine bestimmte Quelle eingeschwungen hat, dann fühlt man das, dass das diese Quelle ist. Und Shelley schreibt es so: Mit der Zeit wirst du das Gefühl, mit deinen Geistführern und Engeln verbunden zu sein, immer besser erkennen können. Aber am Anfang ist es ratsam, bei jeder Verbindung, auf alle diese Anzeichen zu achten. Ja? Und es gibt auch Schutzrituale. Das darf man nicht vergessen, das habe ich auch schon häufiger erwähnt. Und dann sagt sie natürlich, übe. Ja? Weswegen ich zum Beispiel jetzt auch gerade kein herausragendes Medium bin, weil ich vieles machen möchte in meinem Leben, aber da zieht es mich nicht so hin. Ja? Da übe ich lieber Tonleitern rauf und runter. Und ja, es ist so. Ja? Es ist nicht meine Aufgabe, zumindest jetzt nicht, ein Channel-Medium zu sein. Sag ich jetzt einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn. Wer weiß es schon. Aber was ich auch sagen kann, wenn ich es könnte, würde ich viel kommunizieren. Ja? Ja, zum Beispiel Daniel Scranton macht gerade wieder eine Pause. Und das verstehe ich nicht, ja, weil ich das so toll finde, diese Botschaften. Und ich finde es so schade, dass wir schon wieder 14 Tage keinen arcturianischen Rat haben. Ja? Aber ja, wir müssen geduldig sein. Na gut, ihr Lieben, ja, dann würde ich sagen, haben wir es aber für heute. Und ich freue mich auf morgen. Haut rein, bis dann. Ciao, servus, liebe Grüße, euer Wolfgang. Thank you.